Das Silberschwert ist in der Nähe von Arimbion. Okay. Und zwar ist es hier irgendwo. Ich bin der König der Welt, aber ich kann keine Treppe runterlaufen. Wir könnten eigentlich mal wieder ein Pferderennen machen. 70er Ausdauer, ja, da geht noch ein bisschen mehr. Moment mal, hatte ich mal nicht einen 75er Sattel? Habe ich den etwa weggeschmissen? Habe ich den verkauft? Bei meinem Glück habe ich ihn verkauft. Halt dich an die Regeln, Rumtreiber. Freya sei mit dir. Ich gerade mal gucken. Für welchen Level ist das, die überlegene Rüstung? Die überlegene Wolfsrüstung. Da müssen wir noch ein bisschen was für beischaffen. Das Rohfleisch wird mir irgendwie nie ausgehen. Erscheinung. Sieht doch gleich viel heimeliger aus. Ja, ich fürchte, es sind Erscheinungen. Es ist eine Mittagserscheinung. Yay, Irden. Hässlicher Bastard. Eine Nacht davon. Komm. Putzi putz. Da habe ich mein Geisteröl.
einer der zahlreichen kleinen Grabmäler findet ihr eine grün bewachsene Truhe mit dem Schema. Die ist hier nicht drin. Hier drüben war noch ein Grab, in dem wir nicht waren. Hier, wie komme ich denn da rein? Da sind nur drei Grabhügel. Und wir gucken da dann auch mal nach. Aber wenn ihr irgendwo eine grün bewachsene Truhe seht, sagt mir bitte Bescheid. Da steht explizit in einer der zahlreichen Grabmäler. Das ist zahlreich. Zahlreich sind gerade mal drei Stück. Und von denen kann ich nur zwei betreten. Irgendwas übersehen? Rodriguez. Die habe ich recht Sicherheit nicht übersehen. Die habe ich gekonnt verdrängt. Da ist nichts. Ist denn nicht irgendwo noch eine Schatzsuche? Ach, das ist das. Die Schuhe für die Stiefel. Stimmt ja, ich habe die Verbesserung noch gar nicht. Einer. Vielleicht weiß der was. Nö, ich glaube, der wird uns nichts mehr sagen können. Und es sieht eher so aus, als ob es im vorderen Grab drin wäre. Also auf dem, wo ich jetzt stehe. Ja, da ist definitiv nichts drin. Ist vielleicht was außen rum? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Aha. Gut, wir haben hier das Zeichen der Wolfsschule, immerhin. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, ich krieg aber keinen Radius gezeigt. Hab ich etwa einen Bug gefunden? Normalerweise bekommt man einen Suchradius gezeigt, wenn man so ein Symbol findet. Wenn man wenigstens einen Hinweis hat, wo man suchen muss. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Gut, es muss also definitiv da sein. Die Frage ist nur, wo?
Das gibt's jetzt nicht, oder? Entschuldigung. Moment. Wenn das echt so ein kleines Furzkassettchen ist. Ernsthaft. Gucken wir uns noch kurz an, was da für eine Landmarke ist. Ist das eine verlassene Stätte oder was ist das? Nein, das ist ein Banditenlager. Doch, es ist eine verlassene Stätte. Ach, warum wollen mich immer alle fertig machen? Ich sehe doch, es ist mit Sicherheit wegen meinem hübschen Gesicht. Warum zur Hölle habe ich Irden ausgewählt? Komm, schieß im richtigen Moment. Spielen ein bisschen Ping-Pong. Das reicht jetzt. Wegen der Nachterscheinung. Wegen der Nachterscheinung? Ah, wegen der Nachterscheinung. Der Delay ist manchmal furchtbar. So, ich meine, es ist doch gleich hin. Das sind verdammt viele Guten Tag! Hurra! Der Hexer hat das Monster getötet! Ja, das auch. Der Wind heult. Ah, da oben ist noch ein Kaufmann. Sehr schön. Dann können wir gleich mal die ganzen Waffen verscheuern, die wir eben eingesammelt haben. Sag mal, Leute, Junge, hast du noch ein bisschen Platz für ein paar Knüppel Hallo. Im Inventar? Ja, ich will das kaufen. Zeig mir deine Waffe. Hier noch Schatzkarten. Was geht denn hier? Hab ich die alle schon gelesen? Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Hab ich schon gelesen. Ach, die und die auch schon. Alles klar. Und dafür hat er schon wieder kein Geld. Sattelgut? Nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Wiedersehen. So, das nächste Rüstungsteil ist... irgendwo hier? Meisterlich gefertigte Wolfsstiefel auf der großen Insel südlich ins Galligen. Osten der Insel gibt es einen großen Turm. An dessen mit Pflanzen bewachsenen Seiten die Truhe mit dem Schema liegt. Okay. Dann gehen wir nach Sund, falls wir hier keinen Wegweiser finden. Was ich aber ein bisschen schäbig finden würde, wenn hier in diesem wunderschönen Holzfällerlager nicht wenigstens ein Wegweiser steht. Kein Wegweiser. So, wo ist Sund? Darüber.
Klingt immer wie ein knackiger Apfel. Ich wünschte, es gäbe noch ein bisschen mehr alten Eichenbestand in unseren Wäldern. Das ist immer toll, wenn diese so schöne, alte, knorrige Eichen hast. Die haben irgendwie so ein ganz eigenes Feeling, ich weiß nicht. Dann gehe ich mit. Und wer passt dann auf die Schafe? Oh ja, Leichenfresser. Die haben wir jetzt gerade noch gefehlt. Schön, dass sie mal gleich platzen. Darin gekreist. Verdammt, bist du richtig. Ich hab da hinten noch einen gesehen. Wir gehen jetzt um alles Turmartige einmal rum. Hier ist noch was Größeres. Wo meinen die den Turm da hinten? Ich glaube, die meinen den Turm da hinten. Ja, wir speichern mal. Da ist noch ein Turm. Da gehen wir als nächstes hin. So, hier waren wir schon drin, genau. Okay. Geralt, wir werden jetzt nicht abstürzen. Wir werden nicht den fliegenden Holländer proben. Denn du kannst nicht fliegen. Also hier liegt weit und breit gar nichts ab. Schon besser aus.
So, dann können wir die auch gleich wegtun. Dann können wir nämlich endlich die Karte wechseln. Dann kommen wir mal runter von Skellige. Ich würde nämlich dann nochmal bei Kaer Morhen gucken wollen. Zumindest was die verbesserten Schematas angeht. Dass wir hier mal eine rundweg verbesserte Rüstung kriegen. Ja, das klingt nach Riese, Troll, Ogre. Irgendwas, was groß genug ist, um hier Probleme zu machen. Aber wir haben doch... Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als Knifflig. Die Hosen haben wir wahrscheinlich nicht. Und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Aber das verbesserte Stahlschwert müsste ich eigentlich haben. Sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der... So, das war Stahlschwert. Das verbesserte Stahlschwert müsste ich eigentlich schon haben. Bin ich so blöd? Offensichtlich. Ich war an der Ecke nämlich schon. So, einmal haben wir hier eins. Und hier oben beim verlassenen Wachturm war ich nämlich schon. Blöd kann man sein. So, die Hosen. Ich werde jetzt eiskalt hinschwimmen. Das sind 120 Schritt. Ertrunkene Leiche. Wer immer die verstümmelt hat. Ein Mensch war es nicht. Stimmt, da war ja noch eine Quest unterwegs. Noch ein Ertrunkener. Noch schlimmer zugerichtet. Da ist die Truhe. Alles voller ertrunkenen Leichen. Der Jäger muss ziemlich mächtig sein. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt.